Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising Tide. Mein Name ist Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Okay, rücken wir mal weiter vor Richtung Afrika. Dabei entdecken wir hier noch ein bisschen was von dem unentdeckten Land. Kesempatan ist für Zerstörung vorgesehen. Das war die letzte Stadt der Australier, die wir in der letzten Folge vernichtet haben. Endlich ein Gegner weniger. So, hier können wir nochmal einen ran. Oh, da ist ein dicker Schwebsteinbrocken. Schaut mal hier. Wie viel sind das? 6 Schwebstein. Sehr schön. Ja. Gucken wir mal. Eintracht baut den Hyperkern. Weisheit baut auch den Hyperkern. Und dann bauen wir den auch in Eilemur. Der bringt so schön viel Forschung. Serik, Konechno, 28 Runden, haben wir ein bisschen Ruhe. So, wir dürfen was befördern. Ja gut, das sind jetzt Einheiten, die wir noch nie benutzt haben. Die haben wir jetzt aufgrund der Harmoniestufe, können wir die jetzt aufwerten. Ich nehme jetzt einfach das, was hier verfügbar ist. Wir werden sie nie benutzen, von daher. Ach so, wieso wurde mir das jetzt angezeigt? Nanoschwarm auf Stufe 1 verbessern, ja. Würde ich ja hier machen. Kann ich aber gar nicht klicken. Ach, der ist doch gar nicht ausgewählt. Hier, da ist der Pfeil dran, beim Drohnenkäfig. Ja. Bester, meisterhafter. Es ist im Grunde alles wurscht. Wie gesagt, kann ich auch nicht annehmen. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich überfragt. Verbesserung verfügbar. Ja, dann werden wir es erstmal ignorieren. Keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird. So, stellen wir es zurück. Vielleicht wisst ihr das ja. So, hier ist... Ach, Thabo, das war eigentlich eine afrikanische Stadt. Da haben die Asiaten schon zugeschlagen. So, guckt mal hier. Das ist ein Minotaurus. Das ist eine sehr starke Einheit der Harmonie. Ja, es müsste Harmonie sein. Macht ganz schön Krach. Und ich glaube, das ist so das Zerstörer-Äquivalent. Es ist auf jeden Fall eine sehr starke Einheit. So. Ja, und die Asiaten, wir können es ja ruhig schon sagen, die werden irgendwann unser nächster Gegner sein. Und sie haben einige Städte. Kuyen, Nintin, wenn ich es falsch ausspreche, Entschuldigung, Tiangong. Was haben wir noch? Thabo jetzt, Magan. Das sind ehemals afrikanische Städte, das sieht man auch. Das ist eine Marionette, das ist eine Marionette. Und ja gut, okay. Und irgendwann ist da natürlich auch noch Amerika dran. Ich sehe gerade, dass die auch schon ein bisschen Schaden genommen haben. Okay. Ich denke mal, Amerika ist vor Asien dran. Aber jetzt sind erstmal die Afrikaner dran. Also los geht's. So, ah ne, wir müssen erstmal hier die andere Sache noch erledigen. Hier können wir noch einmal kurz einmal in die Richtung zum Gucken und dann kommt er aber wieder zurück. In der Zwischenzeit stellen wir die Zerstörer auf. Xirsi und Zubi, die können wir eigentlich parallel machen. Da droht nicht so viel Gefahr. Die Einheit darf gar nicht mehr. Die muss warten. Bautrupp automatisieren. Und dann geht's weiter in die nächste Runde. Ja, jetzt wird Maeva angegriffen. Minus 99. Damit ist auch schon runtergeschossen. Die wird in einer Runde vernichtet. Das müsste also eigentlich jetzt sein, wenn ich jetzt die Runde habe. Da ist es schon. Schon erledigt. Stadt ist schon weg. Okay, das wäre jetzt ein Quest. Wir können einmal die Modernisierung des Typs Steinbruch bauen. Naja, das lasse ich mal aus. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt irgendwo einen Steinbruch bauen soll. Wir haben gerade ganz andere Dinge zu tun. Steinbruch, bitte. Wir haben Krieg.
Ja, stellen wir den ruhig schon ran, oder? Wir können ja anfangen zum Bombardieren. Also der Zerstörer wird dabei eh nicht kaputt gehen. Also fangen wir einfach mal an. So, das dauert länger, das seht ihr hier. Das ist eine Stadt mit einer Kampfstärke von 66, das ist relativ hoch. Und da macht der Zerstörer dann auch schon nicht mehr so viel Schaden. Und hier wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Trotzdem fangen wir schon mal an. Die Dragoner und Liftpanzer kommen gleich nach. Den Dragoner lassen wir noch außen vor, der wird die Stadt dann nämlich einnehmen. Und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Die Stadt wird nächste Runde auch vernichtet, das ist gut. Da müssen wir aufpassen, dass uns die Dragoner jetzt nicht kaputt gehen. Ich fände es eigentlich ganz toll, wenn wir sie befördern könnten. Damit sie wieder Hitpoints hätten. So. Hierher angreifen. Und zurückkommen ebenfalls. So, jetzt dürfen wir noch ganz viel Produktion wählen. Ich nehme mal wieder ein paar Sachen, die ein bisschen länger dauern. Der Hyperkern. Sinn sollte es natürlich trotzdem machen. New Planetar. Oh, plus 40 Punkte. Ach, Orbitaleinheiten. Das ist nicht so wichtig. Bauen wir die Terrakammer. Ein bisschen Kultur. Hier auch. Neoplanetarium ist nicht so interessant in Hyperkern. Die Stadt ist eh gleich weg vom Fenster. Oh, wir dürfen einen Wert entwickeln. So, was nehmen wir denn jetzt? Also kriegerisch sind wir, glaube ich, fertig. Plus 3 Orbitalüberwachung durch Station, das ist wurscht. Plus 40 Intrige durch Geheimoperation, das ist wurscht. Plünderung. Das ist auch wurscht. Befreiungsarmee. Das ist eigentlich auch wurscht. Auf der anderen Seite ist natürlich schön, wenn man es voll hat. Dann können wir nämlich nochmal eine kostenlose Affinitätsstufe auswählen hier. Wo könnten wir denn schnell das nächste erreichen? Hier nicht. Hier auch nicht. Ja, dann gucken wir mal lieber, ob was anderes interessant ist. Wie sieht es denn hier zum Beispiel aus? Technikkünstler, das können wir noch gar nicht. Info 1, neuen Geheimagenten brauchen wir nicht. Plus 1 Wissenschaft durch jede Akademie-Modernisierung haben wir, glaube ich, gar nicht so viele. Wohlstand, Besiedlung, plus 30 Geschwindigkeit für außen, eine kostenlose Bautruppeinheit, das ist alles wurscht. Ach, dann nehmen wir jetzt die Industrie, dann nehmen wir die Arbeitslogik, plus 10 Produktion, 10% Produktion für Gebäude. Ich sehe da im Moment nichts, was sonst Sinn macht. Ja, wir kriegen ganz gut Gegenwehr. Schaut mal, der Zerstörer ist schon halb runtergebombt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nein, ne? Das glaube ich ja jetzt nicht. Wollt ihr etwa alle sterben? Ich atme in dein linkes Ohr das Geheimnis des Lebens aus. Ich atme durch dein rechtes Ohr ein. Um diesen Gedanken zu entfernen. Während er dein Gehirn durchkreuzt, hinterlässt er keine Spur. Du gehst weiter, ohne dir deines Verlusts bewusst zu sein. So, dann sind wir mit dem Forschungszweig fertig. Wir schauen mal, was wir als nächstes nehmen. Vielleicht den Hyperleiter. 10%, sie halten Wissen in Höhe von 10% des sie halten 10%, Wissenschaftseinkommen in Höhe von 10% des globalen Energieeinkommens. Unser Energieeinkommen ist 346, das würde 34 Wissenschaftszuwachs machen. Wahrscheinlich wird es gerundet, sagen wir mal 35, das ist gar nicht mal so schlecht. Plus 35, das nehmen wir mal, wir bauen mal den Hyperleiter. Und dann geht's weiter hier. So, mal eben die lästigen Einheiten da vernichten. Schade, der kann nicht mehr angreifen diese Runde. Ja, und der kann sich besser mal heilen. Das ist natürlich nicht schön. Der heilt sich auch.
So, und der greift an. Und der greift an. Moment mal. Dann nehmen wir sie ein. Das kriegen wir noch hin. Wunderbar. So, was machen wir denn damit? Marionette, was bringt denn eine Marionette? Energie, Wissenschaft, Kultur wird sie generieren. Aber wir können die Produktion nicht auswählen. Wird weniger negative Gesundheit liefern als eine annektierte Stadt. Und die Kosten für die Werte nicht erhöhen. Können sich später immer noch annektieren. Sollen wir eine Marionette erstellen? Wir machen das mal. Eine Marionettenstadt. So, das machen wir mit Xirsi auch, nehme ich an. Den ziehen wir mal einen zurück. Ja, den hätte ich eigentlich auch nicht so weit reinbewegen dürfen. Santa Adriao. So, wir brauchen neue Dragoner. Ich gehe mal da rein. Kauf mit... Was haben wir denn mehr zurzeit? Dann nehmen wir die Energie. Und wo ist das diplomatische Kapital? Das ist natürlich günstiger hier. Ich mal so die Preise vergleiche. Die Hälfte oder ein Drittel sogar nur. Was wollte ich bauen? Dragoner. Wir brauchen ja was zum Einnehmen. Und wir werden auch einen Dragoner noch bauen auf normalem Wege. Das dauert 12 Runden. Das ist elendig lange. Und wir haben eine Stadt in der Nähe, noch harter. Können wir hier schon was kaufen? Nee, können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Müssen wir noch warten, wie lange noch? Auch nur noch eine Runde, okay. Gut. So, die ganzen Einheiten, die jetzt leicht beschädigt sind, die werden jetzt mal kurz hier in das Stadtgebiet fahren, um sich zu heilen. Oder bei diesen Einheiten würde ich ja eher von reparieren sprechen. Ja, das war nicht gut, die Einheit da stehen zu lassen. Was ist das denn hier? Xenomasse Brunnen wurde durch einen plündernden Arkbestatter zerstört. Holla, was machen die denn da? Irgendwo ist noch ein U-Boot unterwegs und ich weiß nicht wo. Soll eben gucken, wo Rauch aufsteigt. Wo steigt Rauch auf? Wo wurde geplündert? Bestatter ist eine Marineeinheit, ein U-Boot. Das kann ja eigentlich nur hier in der Nähe sein. Da. Bei Ranji, ja. Ranji hat noch Widerstand. Da können wir noch nichts hier. Das ist alles geplündert. Jimbumba und Freeland werden mal Einheiten kaufen. Nehmen wir mal ein bisschen diplomatisches Kapital und wir bauen einen Dragoner, Nummer 1. Freeland und Pembela machen das gleiche. So. Dann haben wir da mal ein bisschen was und dann werden wir das U-Boot schon finden und vernichten. Weil das können wir uns natürlich nicht gefallen lassen. So, Stanimir kann noch den Hyperkern bauen. So, die Konstruktion unserer neuen Terrakammer hat die Vorstellungskraft unserer Bürger für sich gewonnen. Tag und Nacht kommen sie zu uns und wünschen sich, angehört zu werden. Die Kammer repräsentiert unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Aus diesem Grund machen sich viele unserer Einwohner Gedanken darüber, was in dieser Kammer aufbewahrt werden soll. Ob als Meilenstein unserer Kultur oder unseres wissenschaftlichen Fortschritts. Sie wird unser Wissen für künftige Generationen beschützen. So. Mit Kultur füllen plus 5% Stadtkultur durch Terrakammern oder mit Wissenschaft plus 5% Stadtwissenschaft durch Terrakammern. Ich würde sagen, wir nehmen die Wissenschaft.
So. Wir dürfen noch was befördern. Die ist noch fast gesund. Da werden wir Disziplin wählen. Und Deep Castle hat... Was ist das denn? Habe ich da einen Left-Zerstörer? Ich dachte, ich hätte... Ach nein! Nein, 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 nein. Das ist der Left-Zerstörer, den ich hier rüber geschickt hatte, um mal wieder von dieser Seite zu schauen. Ja, den werden wir mal hier durchs Gelände bewegen und mal gucken, was unterwegs so zu finden ist. So, ein Dragoner zum Heilen. Noch einen zum Heilen. Der Panzer fährt hoch. Der Zerstörer auch. Das Problem ist, ohne einen Dragoner können wir die Stadt eh nicht einnehmen. Dann würde ich hier nämlich mal ein, zwei außerhalb der Reichweite bleiben. Und den Zerstörer, den fahren wir mal schön hinten rum und gucken da nochmal weiter. Die Dreadnought, Entschuldigung. Es mangelt uns nicht an belagerungsfähigen Einheiten. Was uns momentan fehlt, sind diese hier. Damit wir die Städte auch einnehmen können, die wir sturmreif schießen. So, jetzt führen die Afrikaner und die Amerikaner Krieg. So, dann bauen wir jetzt in Weltgeist, nachdem das Teleskop fertig ist, das Tiefraumteleskop, bauen wir... Wir bauen hier... Was ist denn ein wahrer Unsterblicher? Das war eine Harmonieeinheit. Wir bauen hier... Ich möchte eigentlich auch noch eine Militäreinheit bauen. Ich frage mich nur, was... Tja. Oder wir rüsten die Stadt einfach weiter auf. Ein Legierungsschmelzwerk. So. Kastellan. Massenverwerter. Leintracht ebenfalls. Und hier auch nochmal. So. Der Zerstörer. Voran, voran. Aber hier werden wir jetzt ein bisschen aufräumen. Aliens stinken. So. Heilen, heilen. Weiterfahren. Ja, wie gesagt, aufstellen, ja. Angreifen, nein. Wir warten, bis Dragoner nachgerückt sind. Dort wäre einer. So, und jetzt finden wir hier doch mal das U-Boot, oder? Wo versteckt es sich? Wo versteckt es sich? No village was ever ruined by trade. Ja, das machen wir natürlich nicht. Obwohl zwei Städte, Jinali und Masegu, das ist schon nicht wenig. Dafür, dass wir eigentlich noch gar nicht viel geschafft haben. Wir haben eine Stadt erobert. Nee, das machen wir nicht. Inzwischen weiß der geneigte Zuschauer ja, dass die Zerstörung der Afrikaner jetzt ansteht und nicht... Wir geben uns hier nicht mit zwei lächerlichen Städtchen zur Verfügung, sondern wir wollen alles. So, ist der Dragoner in Reichweite? Noch nicht nah genug dran. Aber den stellen wir jetzt hier hin. So, dann ist die Stadt jetzt fällig und in der nächsten Runde fährt der Dragoner da einfach rein.
So, und ja, dann geht's weiter mit Bongani. Ja, Bongani. So, das U-Boot hat sich scheinbar zurückgezogen. Man weiß es ja nicht so genau. Okay. Okay, das war knapp. Beinahe hätten wir noch eine Einheit zerstört hier. Also verloren, meine ich. Das wäre... Aber angesichts des Erfolges, hier zwei Städte mal eben zu nehmen, ohne Verluste auch noch verkraftbar gewesen. Ich möchte eigentlich mal vorwärts kommen hier. Aber wenn sich da ständig Einheiten in die Nester stellen, dann dauert das ewig. So, die Stadt ist eigentlich hinüber. Nochmal zweimal bombardieren. Und dann hinein. Und wir erstellen wieder eine Marionette. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, da muss man sich nicht drum kümmern. Wir kriegen trotzdem die Erträge. Eigentlich ganz schön, die Einheit wird repariert. So, sind ja unsere Verbündeten. Wir gucken uns das gleich mal genauer an da bei den Asiaten. Also hier kann ich kein U-Boot mehr ausmachen. Gut, noch eine Questentscheidung. Der Hauptzweck der Zivilmesse ist es, unsere Einwohner mit Nahrung zu versorgen. Abgesehen davon, den Nahrungsbedarf der Kolonie zu decken, bietet die Zivilmesse durch eine stabile soziale Umgebung in Form eines Ortes der Zusammenkunft. Okay, ich habe schlecht vorgelesen. Lest es euch selber nochmal durch. Kürzlich haben Arbeiter nach speziellen Ergänzungen verlangt, darunter Soma und Rostkraut, um für eine verbesserte soziale Atmosphäre zu sorgen. Eine andere Gruppe von Kolonisten wünscht sich hingegen einfach nur mehrere Gänge. Die Zivilmesse kann nur eine dieser Optionen. Er kann nun eine dieser Optionen umsetzen. Wie sollen wir fortfahren? Mehr geben, 5 Nahrung oder Zusätze erlauben? Arbeitergeschwindigkeit. Stadtnahrung. Ganz klar. Okay. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ja doch einiges passiert. Mal eben zwei Städte übernommen. Wunderbar. Es geht weiter. Wir erobern die ganze Welt. Auch wenn sie noch so hässlich ist. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Euer Dr. Wolfsherz. Denkt an den Daumen nach oben. Und noch einen schönen Tag. Ciao.